Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Bottega Veneta Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 64,99 und irgendwie sollte das so ein super limitiertes Sonderangebot sein. Kostet der immer noch? Oder habe ich den noch günstiger gekriegt? Ich glaube nicht. Da stand auch irgendwas, dass der Ursprung nicht 179 Euro kosten soll. Vielleicht meinen die aber auch damit den Wert? Man weiß es nicht. Ich finde das manchmal ein bisschen crazy. Wir werden das aber nachrechnen natürlich. Genau, und ja, diesen Adventskalender stelle nicht nur ich vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut gerne nach meinem Video für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Und diejenige, die uns den empfohlen hat, ist die liebe Nicole Nina Wien gewesen. Die hat uns das nämlich zugeschickt und daraufhin haben wir einfach mal ganz frech bestellt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt darauf. Das soll ja eine ziemlich coole Marke sein. Und das ein oder andere hatte ich aber auch schon mal davon. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, so ein Schoko-Duschgel oder so, das war richtig nice. Und ja, wir haben hier in so einem Jackenstoff, Anorakstoff im Prinzip, die Tasche, was ich richtig cool finde. Oh, und dann haben wir hier ganz viele kleine süße Päckchen drin. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Habe ich Bottega Veneta gesagt? Das ist ein bisschen verkehrt, ne? Das ist Bottega Verde übrigens. Ich glaube, Bottega Veneta ist eine Taschenmarke. Genau, hier haben wir die Nummer 1. Als erstes habe ich hier auf jeden Fall was drin. Das ist ein Peeling offensichtlich. Ein Make-up-Removing-Gel ist das. Okay, wow. Face and Eyes, das finde ich natürlich ziemlich nice. Mit Quillaya. Mhm. 25 ml haben wir hier drin enthalten. Und ja, das klingt schon mal super. Ist für mich so der erste Schritt, um halt die Gesichtspflege starten zu können. Man hat übrigens auch allerhand Goodies mit dazu gekriegt, wenn man bestellt hat. Ne? Hier habe ich jetzt den 2. Dezember. Das ist abgefahren. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also Bottega Verde habe ich jetzt für mich persönlich so ein bisschen oder assoziiere ich tatsächlich eher so mit Naturgeschichten. Und hier haben wir einfach mal ein Shiny Lipgloss mit Mango und Vitamin E. Und das ist so ein Goldschimmer. Das ist ja mal crazy. Richtig cool. Ich habe sowas von NYX tatsächlich auch. Ich glaube auch, dass es eine Originalgröße ist. Hier steht jetzt, doch, 6 ml steht drauf, ne? Dürfte eine Originalgröße sein. Richtig cool. Ist natürlich nicht so gelb auf den Lippen, ne? Das topst du dir so ein bisschen auf deinen Lippenstift zum Beispiel drauf oder setzt damit ein bisschen Highlights. Ja, schön. Dann sagen wir mal, selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, das ist schön. Hier ist ein Shampoo mit Keratin und Kaschmir drin enthalten. Cool. Restorative Nourishing Shampoo mit Keratin und Kaschmirproteinen. Hier sind 40 ml drin. Eine schöne Größe, um einfach mal zu gucken, ob einem das gefällt. Hört sich für mich auch sehr charmant an. Keratin mögen meine Haare, ne? Oh, das riecht wirklich nach frisch gewaschen. Das ist toll. Das ist toll, genau. Hier haben wir die Nummer 4 und ich finde es richtig schön, dass es auch immer so im Wechsel ist, ne? Gold und Rot und ja, das mag ich. Ich glaube, nee, das habe ich nicht mit dazu gekriegt. Das ist ein, ja, was bist du? Smoothing Bath and Shower Gel mit hyperfermentierter roten Traubenextrakt. Geschichte. Normale Haut, 50 ml, hört sich auch gut an, ne? Also, das ist schön. Ja, wir können Duschgel gebrauchen. Mag ich. Riecht auch angenehm. Das riecht wirklich nach Traube. Richtig angenehm. Aber nicht so nach Weintraube, also nach alkoholischer Weintraube, sondern nach einer schönen, reifen, roten Weintraube von einer Rebe. Ja. So, dann schauen wir mal. Der 5. Dezember ist ein Tag vor Nikolaus. Und da haben wir drin enthalten eine Bodycream mit Ylang Ylang und Damaszener-Rosenextrakt. Oh, 40 ml ist jetzt natürlich nicht so der ultimative Weihnachtsduft, ne? Also die haben hier keine expliziten Weihnachtsartikel reingepackt. Das riecht gut. Das riecht mega gut. Oh, das ist eine tolle Komposition, habe ich so noch nicht gerochen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich Bottega Veneta gesagt habe. Okay, der 6. Dezember, Nikolaus. Ja, ist cool, aber ist halt eine Einmalanwendung, ne? Das ist ein ja, Scrub 2-in-1 oder eine 2-in-1 Scrub Mask mit Pfirsich und Aprikose.
Würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt mit sensibler Haut verwenden. Ne? Also das ist auch eine kleine Größe hier drin. Ich weiß nicht, wie viele Milliliter hier drin enthalten sind. 1 bis 5 Minuten steht hier übrigens auch drauf. Es ist halt ein mechanisches Peeling. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, muss ich gestehen. Die wilde Reise geht weiter am 7. Dezember. Ach was, habe ich nicht mit gerechnet, dass wir hier wirklich auch so dekorative Kosmetik drin haben. Ja, was bist du? Ich glaube, du bist ein Monolidschatten. Also für einen Highlighter bist du ja definitiv zu dunkel. Das ist crazy, dass die hier nicht drauf schreiben, was das ist. Und auch nicht die Mengenangabe. Das wird schwierig, einen Preis auszurechnen. Das sage ich euch, wie das ist. So schaut es auf jeden Fall aus. Aber es ist online aufgeführt, welcher Inhalt hier drin enthalten soll. Dementsprechend kann ich davon ausgehen, dass ich es online finden werde. Wäre es ein Highlighter, wäre er mir viel zu dunkel und viel zu schimmernd. Wäre das ein Monolidschatten, wäre das einfach mal ein Riesenprodukt als Mono. Wow. Aber wenn es ein Monolidschatten ist, dann finde ich ihn wunderschön und richtig passend für die festliche Zeit. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kraft. Das ist wieder ein Bath and Shower Gel, aber Leute, das ist das Bagno Doccia Si de Magia, ne? Weißt du Bescheid, das sind 50 Milliliter, das ist wirklich mit Cinnamon und Vanille, also mit, hier mit Zimt, Sandelholz und Vanille, richtig geil. Das wird jetzt weihnachtlich hier gerade. Wow, das ist richtig schön und auch das Design davon. Wie cool, aber halt auch irgendwie schlau, dass sie das nicht komplett im Adventskalender gemacht haben, denn es gibt durchaus Leute, die nicht unbedingt riechen möchten wie ein Spekulatius oder so. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres, ich denke, Pflegeprodukt freuen. Das fühlt sich wie eine Tube hier an und da drin haben wir eine Handcreme. Sehr schön. Oh, jetzt wird es weihnachtlich. Wie cool. Bosco della Meraviglie. Ich kann kein Italienisch. 30 Milliliter haben wir hier drin und das soll mit schwarzer Johannisbeere und geeister Rose sein. Eisrose. Crazy. Die schwarze Johannisbeere mag ich voll gerne. Die Rose dazu macht das Ganze halt irgendwie total edel. Mir gefällt das so sehr, dass die jetzt nach Weihnachten, also ne, dass die jetzt hier so langsam Richtung Weihnachten auch die Verpackung so ändern. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Also hier fühlt es sich nach dekorativer Kosmetik an. Ich gehe von einem Kajal oder so aus. So ein Klassiker. Intense Color Kajal, ja natürlich, mit Vitamin C und Vitamin E. Smoky Effekt kannst du damit machen. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Also ein Klassiker in einem Adventskalender. Ich gehe jetzt davon aus, dass der reguläre Preis hier für 64,99 ist. Ne? Und wenn du für 65 Euro einen Adventskalender kaufst, dann bist du halt wirklich auch im gleichen Pott wie Sephora, wie Douglas. Ne? Auch wenn die so die Eigenmarken Adventskalender haben. Und wobei Douglas ist deutlich günstiger. Ja. Aber da kommt sowas auf jeden Fall sehr gut. Vor allem kannst du schon mit den drei Produkten das Make-up, was man so hat, ein bisschen festlicher gestalten. Mal gucken, jetzt haben wir hier die Nummer 11. Das ist die erste Schnappzahl und das fühlt sich hier safe nach einem Pflegeprodukt an, nach einer Tube. Und da haben wir drin enthalten wieder was zur Gesichtsreinigung mit Mandarine und Vitamin C. Und das sind 30 Milliliter. Ja, man kann davon ausgehen, dass die Gesichtsreinigung aus dem 1. Dezember leer ist und man dementsprechend dann jetzt quasi eine neue braucht. Und ich finde es halt cool, dass hier Mandarine drin ist, denn Mandarinen verbinde ich persönlich halt auch super krass mit der festlichen Zeit. Das riecht richtig lecker. Durch die Mandarine wird das nämlich so ganz leicht süßlich, glaube ich. Hier haben wir jetzt die Halbzeit, den 12. Dezember. Oder doch nicht? Ich weiß nicht, ob wir jetzt 24 oder 25 Boxen haben. Säckchen. Hier haben wir drin enthalten eine Body Cream, auch wieder mit dem hyperfermentierten rote Traubenextrakt für normale Haut. Und da sind 40 Milliliter drin. Und hier steht es auch drauf, dass da irgendwie über 90% sollen natürliche Inhaltsstoffe sein. Das meinen, 97%, genau. Also das ne, meine ich nämlich, dass die relativ natürlich unterwegs sind. Deswegen finde ich es umso cooler, dass sie so abgefahrene dekorative Kosmetik auch reinmachen. Und ist dann auch passend zu dem jeweiligen Duschgel, ne? Weiter geht's mit dem 13. Dezember. Natürlich brauchen wir auch noch einen Conditioner zu unserem Shampoo. Auch hier mit Keratin und Kaschmirprotein. Das finde ich sehr, sehr interessant. Hier haben wir auch wieder 40 Milliliter drin enthalten. Also das sind definitiv solche Sachen, die werde ich mal ausprobieren. Dass ich mir einfach auch ein bisschen so einen breiteren Überblick verschaffen kann, wie die Produkte von der Marke so sind. Ich kann bislang halt nur von dem Duschgel ganz gut und positiv berichten, was ich mit Choki hatte, ne? Schön. Und dann haben wir hier einen sehr, sehr schweren 14. Dezember. Das ist Pepe Rosa. Das ist ein Bath and Shower Gel mit pinkem Pfefferkornextrakt, 50 Milliliter. Okay, es ist die dritte Dusche. Ne? Also normalerweise sollten die jetzt auch aufhören, hier Duschgele reinzupacken, weil ansonsten wird es ein bisschen viel. Auch wenn das unheimlich gut riecht. Mmh.
Das ist eine tolle Reihe. Da können Sie gerne noch mehr von reingeben. Dann machen wir mal weiter am 15. Dezember. Also ich habe jetzt auch gerade so ein paar von den Boxen rausgeholt. Es fühlt sich immer schwerer an, muss ich gestehen, was ich ganz toll finde. Ach, guck mal. Bottega Verde Rosso Momento. Das ist ein Shampoo und Duschgel in einem. Ich denke, das ist quasi eher so für die Herren gedacht. 50 Milliliter sind hier drin. Ja gut, es stand ja auch nirgendwo, dass es ein expliziter Damen-Adventskalender sein soll. Und das ist wirklich ein etwas herberes Duschgel. Ich glaube, meinem Freund würde das definitiv gefallen. Der 16. Dezember, da könnte auch irgendwie so ein Seifenstück oder so drin sein, weiß ich nicht. Da ist etwas drin enthalten, was wir heute Julius beigebracht haben als Wort Dose. Und zwar ist das auch aus dieser C. Di Magia-Kollektion eine Bodybutter. Das finde ich schön. 50 Milliliter sind hier drin. Also wenn man richtig Bock drauf hat auf Weihnachten, dann kann man sich schon mal das Duschgel reinziehen und sich mit der Bodybutter vorbereiten. Das ist halt, ne, richtig süß und hier zimtig und so. Da ist ein Weihnachtsplätzchen. Eine Woche vor Heiligabend haben wir jetzt hier den 17. Dezember am Start. Und hier haben wir ein Stück drin, 60 Gramm sind hier drin enthalten, von einer Badesalztablette. Oh, das riecht auch sehr angenehm. Sali da Bagno in Pastiglia. Mhm, genau. Also für die Badewanne ist das auf jeden Fall so ein schöner Badetab. Das finde ich schön. Das ist ein ehrliches Produkt, würde ich sagen, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist der 18. Dezember. Und so schön ich diese Umverpackung finde, umso schader gibt es das, finde ich das eigentlich, weil das ist halt zum Wegschmeißen, ne? Naja, hier haben wir Bottega Verde, das Uomo Nero D'Ambra, ein Parfüm-Deodorant. Oh, mit Precious Wood Extracts. Okay, 50 Milliliter sind hier drin. Also, das ist ein waldiger Duft. Ach, krass. Ist dann aber wahrscheinlich für unter die Achseln, ne? Genau, Parfüm, Deodorant mit Edelholzextrakten. Ja. Interessant. Also, ich würde es für mich wahrscheinlich eher weniger verwenden. Aber für meinen Freund... Der 19. Dezember ist super leicht, da ist aber irgendwas Kleines drin. Wahrscheinlich ein Füllprodukt. Ja gut, es ist im weitesten Sinne auch Pflege und für die Handtasche auch gar nicht so verkehrt. Wir haben hier eine wirklich winzige Pinzette drin enthalten. Ja, also kann man machen. Ich persönlich hätte mich jetzt einfach über ein anderes Pflegeprodukt gefreut. Mir persönlich fehlen hier auch so ein bisschen die Skincare-Produkte noch weiterhin. Ne? Also so ein bisschen haben wir das angerissen, sogar schon zwei Gesichtsreinigungsprodukte, aber mehr. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. Eine Tube ist hier drin und zwar... Ha! Ich habe geschrien, sie haben dem Ganzen Folge geleistet. Ich sollte es öfter, aber das ist passiert so häufig, ne? Wenn ihr das jetzt öfter schon mal verfolgt habt, hier habt bei den Adventskalender-Unboxings Moisturizing Subliming Fresh Face Cream mit Pfirsich und Aprikose und auch für normale Haut geeignet. Genau, da haben wir drin 20 Milliliter in dieser Tube. Finde ich auf jeden Fall für eine Gesichtscreme eine richtig große Größe, ne? Ja, den Duft bräuchte ich persönlich jetzt nicht, wobei das hat auch ein bisschen was von Babypopo-Creme. Dann kommt da so mit, ne? Oder Babypuder, finde ich. Endspurt, Leute. Ich habe hier die letzten 4 Umschläge auf meinem Tisch, die Nummer 21. Oh, schön. Hier haben wir die Volume Extra Black Mascara mit Kamelienöl. Das ist interessant. Das dürfte eine kleine Größe sein. Hier steht aber auch wieder keine Mengenangabe. Muss ich dann online mal recherchieren, wie das so aussieht, ne? Also das ist einfach hier so die Umverpackung. Da können wir uns ja auch mal das Böschen anschauen. Oh! Oh, angenehmer Duft tatsächlich. Und das ist ein Faserbürstchen, was so erdnussförmig ist. Sehr vielversprechend und meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt das Bürstchen für Naturkosmetik. Gefällt mir. Die zweite und letzte Schnapszahl. Der 22. Dezember ist schon da. Ruckizuck, Leute. Guck mal, wir dürfen uns nochmal die Nägel lackieren vor Heiligabend. Ein Gelschein-Smalto-Nail-Lacker. Und das ist so ein, ja, wie heißt diese Farbe? Rosso Dahlia, definitiv. Das ist so ein richtig schöner, dunkler Rotton, der sicher vielen gefällt für die Weihnachtszeit. Das mag ich. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Ein Lippenbalsam, stimmt, den hatten wir noch gar nicht mit dabei. Und halt auch wieder in dieser C. Di Magia-Kollektion, also quasi in dieser Weihnachtsedition von Bottega Verde. Und da haben wir 4 Milliliter drin enthalten. Da bin ich ja mal gespannt, wie der so aussieht. Die Umverpackung ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr süß.
Dann gucke ich mal rein. Ja, das ist einfach so ein ganz klassischer Lippenbalsam. Finde ich auf jeden Fall super passend, denn sowohl eine Handcreme als auch ein Lippenbalsam gehören in so einen Adventskalender. Übrigens reiht er sich auch ein bisschen in Richtung Yves Rocher ein, finde ich, ne? Und dafür haben wir hier echt viel, viel mehr Abwechslung und größere Produkte. Hm. Ich bin jetzt echt irre gespannt, was wir am 24. Dezember drin haben. Ich glaube, hier haben wir einen kleinen Song drin, was ich schade finde, weil eigentlich ist der Adventskalender richtig gut gewesen. Ja, hier haben wir... Nein, eigentlich ist es kein Song. Aber dafür muss man halt genauso eine Weihnachtsobsession haben wie ich, Leute. Ich glaube, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister von Nicole und mir dann jetzt bei diesem Fazit. Aber ich finde die Nummer 24 total geil. Das ist ein Haargummi. Das kann man sich hier so reinmachen. Dann hat man da so diese kleinen Rentiere. Wie süß. Diese Hörnerchen. Das Geweih. Ist kein Horn. Doch, eigentlich ist es aus Horn, ne? Wie süß. Ist das eigentlich total unpassend? Ja. Definitiv. Also das hätte ich zum Beispiel im Balea-Adventskalender in der 24 gesehen. Aber ich finde das Produkt toll. Und eigentlich haben wir ja alles andere, ne? Also vielleicht hätte man sagen können, dass man das in die 6 macht und dafür in der 24 eine Full-Size-Mascara oder so. Keine Ahnung. Oder eine Full-Size-Gesichtscreme. Aber wie süß. Ich finde das großartig. Ich meine das nämlich auch auf dem Bild gesehen zu haben, aber ich habe eigentlich gedacht, das wäre wohl Deko. So, dann kann man hier dieses... Innending entfernen, was aus Pappe ist, witzigerweise. Die Umschläge sind halt aus Plastik und hat dann hier diese großartige Tasche, die man so gut weiterverwenden kann. Also, ne, hier ist der Adventskalender und ich finde für 64,99 ist der super. Wir haben hier wirklich vollkommen in Ordnung große Größen. Wir haben hier tolle Produkte drin und ich denke auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wird es passen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie teuer die Produkte sind, sehe das aber auch wirklich ein bisschen ähnlich wie Yves Rocher zum Beispiel. Ne? Oder auch die Eigenmarken von Douglas oder so, hätte ich jetzt so tatsächlich getippt. Und dafür, wir haben hier tolle Produkte drin. Also ein, zwei Füllprodukte auch in der 24, aber das feiere ich. Ich finde, das ist ein cooler Adventskalender. Klar hätte man dann manche Sachen etwas besser aufteilen können, dass du sagst, okay, wir machen jetzt halt nicht so viele Bodylotions, so viele Gesichtsreinigungsprodukte und dafür halt eher auch ein Serum mit rein oder ein Toner oder so, falls sie sowas überhaupt haben, das weiß ich nicht. Aber ich finde eigentlich, dass dieser Adventskalender total toll bestückt ist. Wir haben hier verschiedene Düfte drin enthalten. Wir haben coole Produkte auch in Sachen Make-up hier drin. Also nichts, womit man irgendwem auf den Schlips treten würde, sofern das eine hier wirklich auch ein Monolidschatten ist. Und damit kannst du einen schönen Weihnachtslook schminken. Also ich finde den Adventskalender total empfehlenswert. Und auch, weiß ich nicht, dieses kleine bisschen Weihnachtsfieber, was mit dabei ist, finde ich klasse. Ansonsten halt auch Produkte aus dem Standardsortiment, dass es halt nicht zu krass weihnachtlich riecht. Mir gefällt er. Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!